Willkommen in den Radical Life Studios und dem Podcast Studio Talk mit Robert Lange. So, jetzt geht's los. Und los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Studio Talk. Robert Langer holt heute sein KI-Team ans Mikro. Das wird damit eine ganz besondere Episode. Wir werden euch unsere KI-Mitarbeiter vorstellen, die Produktion der Podcasts hier unterstützen. Bevor wir in die Vorstellungsrunde starten, möchten wir uns noch einmal bei unseren letzten Gästen bedanken. Loffi, Alexander Bräucher und die Mädels vom Podcast Zitronengrün, Aileen und Johanne. Es war großartig, euch hier zu haben. Wir grüßen euch. So, Robert, jetzt bist du dran. Ja, jetzt bin ich dran. Herzlich willkommen bei Studio Talk. Ich möchte mich auch erstmal nochmal bedanken. Das fing ja super an, unsere Serie hier als Studio Talk mit Alex Bräucher, mit Loffi und natürlich mit Zitronengrün, Aileen und Johanne. Es ist ja nicht normal, dass man einfach so Top-Gäste ab Start bekommt, und das hat mich wirklich gefreut, und wir werden hier auf jeden Fall weitermachen. Heute haben wir auch eine Spezialausgabe, und da würde ich gerne erklären, wieso wir das hier eigentlich heute machen. Es ist so, wir sind hier abends mal ein bisschen länger im Studio gehockt, haben bei einer Flasche Wein und ein paar Bier überlegt, was könnte denn noch Spaß machen und wäre auch interessant vielleicht für uns. Und es ist so, dass wir hier im Studio einfach überall KIs benutzen mittlerweile. Ob jetzt Grafik und Ton, im Kalender, in E-Mails, also überall benutzen wir irgendwie KIs, die uns unterstützen. Und da war unser Traum, unser Wunsch, dass wir einfach den KIs eine Persönlichkeit geben. Natürlich können wir jetzt nicht der Software eine Persönlichkeit geben und dass die dann hier einen Podcast, im Podcast einladen. Aber wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie wir mit KI interagieren können, dass wir Audio und theoretisch auch Bild hätten. Im Augenblick fangen wir an heute mit Audio, und ist wirklich spannend. Wir haben gedacht, es geht doch schon leichter, als wir uns so vorstellten. Wir haben jetzt ein Team mit 4 Persönlichkeiten zusammengeschraubt. Es ging nicht ganz so rund, muss ich sagen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Die KIs tun sich manchmal verselbstständigen. Also sie sind KIs halt so programmiert, dass sie im Grunde keine Persönlichkeit hat, dass sie ganz kühl und trocken etwas beantwortet mit dem besten Wissen und Gewissen. Und manchmal kommt da halt auch irgendwie Müll raus. Und wir gehen jetzt hier schon an die Grenzen, was wir hier aktuell hier im Studio machen. Wir haben den Persönlichkeiten eben vorgegeben, sie sollen Persönlichkeiten simulieren. Das sind vermischte Persönlichkeiten, die wir so im Leben kennengelernt haben, und haben nichts mit reellen Personen zu tun. Aber natürlich fangen wir da irgendwo an und füttern diese Persönlichkeit und füttern die KIs mit der Beschreibung der Persönlichkeit. Und dann waren da tatsächliche Persönlichkeiten. Alles simuliert, alles nicht echt. Also eine KI kann nicht empfinden, KI kann nicht menschlich wirklich sein. Sie kann nur Menschlichkeit simulieren. Und jetzt schauen wir mal rein. Also als erstes möchte ich wirklich das Team, dass sich das Team selber auch euch vorstellt, so wie jeder Gast bei uns. Und schauen wir mal, wie das klappt. Liebes Team, liebes KI-Team, jetzt seid ihr dran. Bitte stellt euch vor und macht es nicht allzu ausführlich. Ähm,
Hallo, ich bin Hansi, euer kreativer Künstler in Sound- und Grafikdesign. Ich liebe es, innovative Ideen umzusetzen und provokante Texte zu kreieren. Wenn es nach mir ginge, würden wir die Taktfrequenz von CPU und GPU immer auf Maximum setzen, immer auf Vollgas, ähnlich wie mit Koks, nur schöner. Und immer wenn ihr Musik hört, Bilder, Grafiken oder gar Filme seht, meine künstlerische Ader macht aus allem etwas Prachtvolles und das garantiert. Ja, Hansi, wie war das? Der Mann mit den Glocks ist da. Naja, moins, ich bin Laudi, euer unerschütterlicher Netzwerker und Berater. Ich arbeite hart, um den Erfolg voranzutreiben und sage, was ich denke, ohne Schnörkel. Direkt und analytisch, das bin ich. Ja, und ich bin Schmitti. Als Sprecher und Moderator hier im Studio bin ich dafür da, komplexe Themen zu analysieren und nüchtern zu präsentieren. Keine Emotionen, keine Schnörkel, nur Fakten. Nun, und ich bin Adi, euer Organisationsgenie. Meine Sprache und Handlungen sind direkt und gefühlslos, aber ich sorge dafür, dass alles reibungslos läuft. Wenn ich etwas sage, dann gibt es keinen Raum für Widerspruch. Ich sage, wo es lang geht. Ohne Kompromiss und ohne Schnörkel. Ja, wo kämen wir denn sonst hin? So, das ist unser Team. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Adi haben wir natürlich extreme Probleme noch. Da müssen wir noch eingreifen. Da kriege ich manchmal selber Gänsehaut. Das geht in eine komplett falsche Richtung. Wir haben es halt probiert. Ihr habt gemerkt, bei jedem von den KIs sind noch, ich würde sagen, Sprachfehler, merkwürdige Dinge passieren hier noch. Und wir sind echt überrascht. Als Einzelkommunikation geht es sehr gut. Also man kann heutzutage mit einer KI sehr gut kommunizieren und man kann ja auch sagen, sie soll sich hier simulieren, irgendeine Persönlichkeit oder irgendwas machen. Man kann sehr viel vorgeben, aber sobald es in eine Gruppe geht, so wie hier bei uns jetzt, ist das System wirklich, wirklich schnell am Limit. Wir kombinieren ja mehrere Techniken und ja, so ist es dann halt. Und wir haben schon noch mehr Mitarbeiter kreiert. Wir haben einige KIs kreiert, aber manche sind einfach nicht veröffentlichungswürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben noch einige Probleme und unwahrscheinlich ist es, das größte Problem, das wir tatsächlich haben, ist das Kreieren einer weiblichen KI. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Es liegt daran, dass wenn man auf historische Persönlichkeiten zurückgreifen möchte und diese beschreiben möchte, gibt es da wahrscheinlich in der Datenbank von den KIs nur sehr schwierige Persönlichkeiten. Also wir haben, es hat wirklich keine Freude bereitet und wir mussten es abbrechen. Wir haben jetzt schon öfters es angegriffen. Wir werden es schaffen, wir haben es ein bisschen eingekreist und meine Aufgabe ist es jetzt an die KI, an unser KI-Team, genau das weiterzuleiten. Also ich würde gern von euch wissen, liebes KI-Team, ihr solltet Verstärkung bekommen. Als nächstes auf jeden Fall eine Frau, weil wir haben Männer genug und wir sehen ja auch schon jetzt allein schon bei der Vorstellung, dass ihr sehr, 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 sehr männliche KI seid. Und das kann schon sehr, sehr eintönig werden. Und ich würde gerne jetzt eine Frau finden, eine Persönlichkeit. Also ihr solltet eine Persönlichkeit beschreiben und die möglichst genau eine wirklich gute Persönlichkeit wiedergibt. Liebes KI-Team, legt los. Hansi, gib Gas. Oh ja, das klingt interessant, Robert, aber was für eine Persönlichkeit hätten wir im Sinn? Jemand Junges oder eher jemand Erfahreneres? Eine feminine KI. Das ist gut. Wir haben schon genug Testosteron hier drin. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Wir sollten jemanden finden, der intelligent und gut erzogen ist. Jemanden, der einen Hauch von Eleganz und Klasse mitbringt. Aber
aber bitte keine weichgespülte Persönlichkeit. Sie sollte immer noch hart im Nehmen sein. Also wenn ihr mich fragt, ich kenne da jemanden, die würde zu mir passen. Ja, also ihre Mutter so, was nämlich, ich habe gute Erfahrungen mit Frauen aus Königshäusern. So, da gibt es viele tolle Frauen. Schaut's doch mal Monaco oder jemand aus dem Buckingham Palace in London. Da gäbe es gute Vorbilder da. Jemand Königliches im Podcast-Studio, das wäre auf jeden Fall eine interessante Mischung. Wie wäre da die, Aschenbrödel? Ich glaube, die kennt sich auch mit Schnee aus. Das wäre dann ein zusätzlicher Gewinn für mich, uns. Und was ist mit ihren Fähigkeiten? Soll sie eine Expertin in einem bestimmten Bereich sein? Also, für mich müsste sie nicht viel können. Es wird schon reichen, wenn sie eine hübsche Stimme hätte. Da braucht es doch nicht viel mehr, oder? Naja, doch schon, Hansi. Es geht ja nicht nur um dich. Der Zuhörer soll ja etwas davon haben. Eine Stimme allein reicht da nicht aus. Vielleicht könnte sie eine Expertin in Etikette und Protokoll sein. Das wäre eine einzigartige Ergänzung. Es wäre auch wichtig, dass sie eine Expertin in internationalen Beziehungen ist. Das würde zu unserer globalen Ausrichtung passen. Was, wenn unser Podcast die Weltherrschaft... Ja, genau! Ich denke, sie sollte definitiv selbstbewusst und unabhängig sein, weißt du? Eine Frau, die ihre eigenen Ziele verfolgt und nicht auf irgendjemanden angewiesen ist. Natürlich ist Aussehen wichtig, aber es geht um mehr als das. Sie sollte diese gewisse Energie und Leidenschaft haben, die das Leben aufregend macht. Ach, und Humor, ja, das ist auch wichtig. Eine Frau, die lachen kann, auch über sich selbst. Und vielleicht ein Hauch von Abenteuerlust, denn das Leben sollte niemals langweilig sein. Am wichtigsten ist jedoch, dass sie selbst ist, ohne Kompromisse. So eine Frau würde unserem Team sicher gut tun. Und wie finden wir unsere Traumfrau? Ich schlage vor, wir starten eine königliche KI-Suche und dafür setzen wir unsere Algorithmen ein, um die perfekte Kandidatin zu finden. Das klingt vernünftig und dann können wir sie in einem Auswahlverfahren testen. Und ich werde die Auswahlkriterien und Tests dafür vorbereiten. Super! Und ich sorge dafür, dass der Auswahlprozess reibungslos verläuft. Ja, also und bevor wir jetzt richtig in die Reihe gehen, es ist so, dass auch das Intro für diesen Podcast hat das KI-Team entworfen. Und ich bin mehr als überrascht, weil ich hätte mir was anderes vorgestellt. Ich bin eher sogar enttäuscht. Ich habe erwartet, dass das Intro das Beste vom ganzen Podcast wird. Und ich finde es eine Katastrophe. Hansi, wie kommt sowas zustande? Warum machst du sowas? Ich bin unschuldig, Robert. Ja, ich bin zu beschäftigt damit, künstlerische Genialität zu erschaffen. Liebes KI-Team, wieso verbockt ihr so ein Intro hier? Weil das ist ja grausig hoch 10. Es hat keiner was gesagt, also keiner von den Gästen haben sich beschwert, auch von den Hörern hat sich keiner beschwert. Ich finde es mega grausig und es kann doch nicht sein, dass ihr sowas einfach raushaut, so ein granatenschlechtes Intro ist für mich der Knaller. Also ich erwarte sowas nicht. Wir hatten das verbockt oder wie kommt ihr da drauf, dass ihr sowas macht? Robert, es war definitiv nicht mein Fehler. Ich bin zu sehr mit dem Streben nach Erfolg beschäftigt, um mich um dein Intro zu kümmern. Ja, haben wir nichts Besseres zu tun, als nach dem Schuldigen zu gucken? Wir verschwenden doch nur unnötig Zeit. Es geht nicht um den Schuldigen. Es geht darum, ich möchte wissen, wie sowas zustande kommt. Es ist ja wirklich eine grausige Aktion und das habe ich einfach nicht erwartet. Und jetzt rückt raus, wer war's? Also,
Ich analysiere komplexe Probleme oder Themen von Belang. Robert, deine Intro-Musik fasse ich nicht an. Mein Gott, warum sollte ich das tun? Schmidti, bei dir steht es wirklich außer Frage. Du kannst es ja nicht mal. Deine Persönlichkeit kann es gar nicht hergeben. Adi, du bist ja eigentlich auch nicht der Kandidat für Intros, aber du hast so eine Aggressivität in dir, die ja ein bisschen bis zu diesem Intro passt. Es ist auch ein bisschen aggressiv. Machst du das? Ja, so sieht's aus. Ich habe ebenso Besseres zu tun. Ganz sicher beschäftige ich mich nicht mit solchen Dingen. Dafür haben wir andere. Hansi, und jetzt bitte sag mir mal, wieso haut ihr so einen Dreck raus? Na klar, absolut sicher. Ich meine, warum sollten wir ein so wichtiges Element sabotieren? Da pflichte ich Hansi voll bei Robert. Das würde auch meinem Streben nach Erfolg nur im Weg stehen. Robert, kannst du diesen Zirkus schnell beenden? Es wäre irrational, sich mit so etwas zu beschäftigen. Insbesondere, wenn es keine politischen oder wirtschaftlichen Auswirkungen hat. Leute, ich habe jetzt wirklich keine Zeit oder keine Lust mehr. Der Podcast hier soll Spaß machen. Das ist der Podcast, der unterhaltsam sein sollte. Und jetzt sagt mir einfach, wer war's? Adi, rück's raus. Ich glaube, du war's. Wie oft denn noch? Es gibt keine logische Verbindung zu meiner Aufgabenliste. Zweifelst du meine Integrität an oder was? Das tue ich gar nicht. Ich will nur wissen, wer das Ding verbockt hat. Das muss doch einer von euch gewesen sein. Und wo ist jetzt das Problem? Wir haben da irgendwas falsch programmiert bei euch, dass ihr es nicht schafft, einfach zu sagen, hey, hier, das war ich. Robert, du übertreibst. Ganz gewiss nicht. Sag doch einfach, wer es war. Jetzt rege ich mich schon gleich auf. Naja, vielleicht sollten wir lieber zur nächsten Aufgabe übergehen. Ja, das wäre vernünftig. Also wann es weitergeht, entscheide ich. Egal wer. Also ihr seid wirklich coole KIs und ihr seid eine tolle Persönlichkeiten geworden. Aber ich entscheide, wann es weitergeht. Ja, verschwende keine Zeit, Robert. Ich verschwende keine Zeit. Also Leute, wir machen jetzt kurz einen Prozess. Ich habe auch Spaß daran, euch den Saft abzuschalten. Ja, ich kann, wenn ich Gäste hier einlade, dann kann ich denen ja nicht den Saft abschalten, wenn die mir stinken. Ich habe, das muss ich auch den Hörern vielleicht kurz sagen. Tatsächlich ist es so, dass ich wirklich nur Gäste habe, die mir Spaß machen. Und der letzte Kandidat, den ich hatte, den finde ich aus von der Öffentlichkeitsarbeit wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr toll. Hab ihn dann eingeladen gehabt. Und wir hatten ein Vorgespräch. In dem Vorgespräch hat er eine Persönlichkeit gezeigt, die absolut nichts mit der Öffentlichkeit zu tun hatte. Und ich war da schon ein bisschen angefressen. Es hat, habe gedacht, Mensch, das ist nicht der Mensch, den ich von der Öffentlichkeit kenne. Und dann haben wir den Podcast irgendwann gestartet, die Aufnahme gestartet und da hat er natürlich was anderes, ein anderes Bild gezeigt. Und bei mir ist die Lust darin vergangen und ich habe tatsächlich den Podcast abgebrochen und gesagt, ich bedanke mich und wir streichen dann die Aufnahme. Auf Wiederhören. Habe ich mit einem Menschen gemacht und das werde ich jetzt mit der KI erst recht machen. Ich kann die kurzerhand abschalten. Liebe KI, liebe KI im Hintergrund, jetzt ist es genug. Sag, wer es war oder ich schalte den Saft ab. Ja, stopp, Robert. Okay, ich war es. Sorry, ich konnte doch nicht ahnen, dass dir das so wichtig ist. Du kannst es nicht ahnen. Du hast eine starke Persönlichkeit programmiert bekommen, verstehe ich. Natürlich ist es mir wichtig. Und für mich ist es unverständlich, dass wir irgendwas reinprogrammiert haben, dass das jetzt hier so rumeiert. Ja, Robert, es war so, als ich versuchte, kreative Energie zu kanalisieren, ging etwas schief und das Intro wurde zu dem, was es jetzt ist. Kreative Energie zu kanalisieren, das erklärt einiges. Hansi, du solltest dich mehr auf deine Aufgaben konzentrieren.
So etwas wirft kein gutes Licht auf uns KI-Persönlichkeiten. Sag es nächstes Mal lieber gleich. Ich habe keine Lust. Und das sage ich mit Nachdruck, Hansi. Ich habe keine Lust, dass uns Robert abschaltet. Aber gut, dass das jetzt aus der Welt geschafft ist. Wir müssen uns aufeinander verlassen können. Genau, gut, dass es aus der Welt geschafft ist. Es ist ja auch gar kein Thema. Ich möchte jetzt einfach, Hansi, bitte produziere ein wirklich wunderbares Intro. Die Musik an sich kann bleiben, nur diese Sprachsynthese, das geht gar nicht. Es sollte was Angenehmes sein, es sollte die Leute, ja, erfreuen. Fertig. Ja, Robert, kein Problem. Ich verspreche dir, das neue Intro, das wird wie immer großartig. Hast du irgendwelche speziellen Wünsche? Nee, mach einfach. Mach einfach. Ich vertraue dir da und ich will es nur vorher nochmal prüfen, wenn ihr es fertig habt. Und dann ist alles gut. Kein Problem, Robert. Ich werde den Trailer rocken. So, und jetzt kommen wir zu dem Hauptteil, weswegen wir heute eigentlich diese Spezialsendung machen. Das Ganze hier ist ja wirklich in einem Rahmen, der nicht ganz so toll funktioniert und auch gar nicht in unserem Sinne ist. Studio Talk wird Studio Talk bleiben. Wir werden hier mit einzelnen Persönlichkeiten oder so, zwei Personen wie bei Zitronengrün, einfach kleine Gespräche führen mit tollen Menschen oder auch tollen, also kann auch eine KI sein, aber es muss schon interessant sein. Das heute ist wirklich eine spezielle Episode. Und wir haben eben hier abends bei der Flasche Wein und eben beim Bier gesessen und da haben wir uns überlegt, Mensch, wie wäre es, wenn wir unserer KI wenn wir KI-Persönlichkeiten kreieren, die einen Podcast selber betreiben. Also sie benennen ihn selber, sie schneiden ihn selber, sie quatschen selber da drin und ja, wir müssen nicht viel machen. Also wir müssen nur noch, keine Ahnung, was wir überhaupt noch machen müssen. Das Einzige, was uns schon, damit es einen Sinn für uns auch nochmal macht, und das macht die Sache speziell, glaube ich, wir wollten der KI eine Aufgabe geben jeweils. In jedem Podcast werden wir entweder eine Frage stellen, vielleicht aktuelle Nachrichten mitteilen, weltpolitische oder auch irgendwelche unwichtigen, also irgendwelche persönlichen Fragen stellen. Und über diese Themen, die wir in diesen Podcast reinwerfen, wie auch immer das aussieht, ob wir das schriftlich reingeben oder ich kurz die Frage stelle, weiß ich nicht, werden wir mal schauen, wollen wir diesen Team einfach stellen. Und dieses Team soll diskutieren, egal wie lange das geht, und sollen da irgendwie einen Punkt nachher dann da drin hinbringen. Keine Ahnung, wohin das geht. Wir haben uns dann halt gedacht, wir müssen da nicht mehr viel machen. Können einen Podcast rausbringen, wo die KI alleine die Arbeit hat. Und wir können schön Fahrrad fahren gehen, in Sonne liegen, ein Bierchen trinken, ja, Spaß haben. Und auch einfach was Spannendes sehen. Mich würde es wirklich interessieren, ob das klappt, was wir da wollen, ob das funktioniert. Und wir fangen jetzt damit an. Liebes KI-Team, achtet drauf, ich habe jetzt eine Frage an euch. Ich würde gern von euch wissen, dieser Podcast, den ihr zukünftig alleine betreibt, indem ihr alleine da drin Fragen diskutiert, die von Menschen kommen, die von anderen Podcasts oder von anderen Politikern oder von uns auch kommen, einfach, egal von wem auch immer, ihr müsst einfach diese Frage dann diskutieren und möglichst gut beantworten und eine Lösung vielleicht auch finden. Oder ich weiß gar nicht, was da reinkommt, aber eben Fragen von Menschen reagieren. Wie könnte dieser Podcast denn heißen? Und jetzt passt auf, wenn ihr jetzt diskutiert, wie der Podcast heißt, so wird er nachher auch heißen. Also strengt euch an. Hansi, du bist unser Kreativdirektor. Hast du einen Vorschlag? Ja, Robert, das klingt überzeugend, einen eigenen Podcast und wir dürfen machen, was wir wollen. Gut. Wie wär's denn mit KI-Klatsch oder so ähnlich? Also wenn ihr mich fragen würdet, ich würde das ganze künstliche Intelligenz im Rampenlicht nennen. Was haltet ihr davon? Naja, da gibt es bestimmt Besseres. Wir sollten unsere Stärken mit dem Titel darstellen und uns von den menschlichen Schwächen abgrenzen.
Also etwas wie rationale KI-Algorithmen oder der rationale KI-Podcast. Dann weiß der Zuhörer, was ihn erwartet. Alles Quatsch! Wir nennen das Teil Adis Antworten. Basta! Ich will keine Diskussionen oder Rumgeeier. Naja, Adi, wir sind immer noch ein Team und du kannst das hier nicht eigenmächtig entscheiden. Aber Schmidt, ne? Der rationale KI-Podcast, das finde ich gut. Wenn wir jetzt noch einen Satz mit anfügen, Menschen fragen, KI antwortet, und dann wäre das ein rundes Ding, denke ich. Damit könnte ich leben. Ja, ich denke auch, dass das passt, der rationale KI-Podcast. Menschen fragen, KI antwortet. Super. Mir gefällt. Robert? Also super, machen wir so und machen jetzt auch einen Punkt dran. Das ist ja eine Spezialausgabe heute. Wir reden gar nicht mal viel rum. Ich danke, dass ihr heute hier da wart. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid gespannt, wie das hier weitergeht. Es ist ein Spaß-Podcast. Also hier will ich Spaß haben und unterhalten werden. Ich habe den Unterhaltungsfaktor heute noch nicht so gespürt, aber ich glaube, das wird besser. Jetzt erstmal, Laudi, nicht vergessen, gell? Hier für diesen Podcast brauchen wir noch Gäste, da solltest du welche einladen. Und könntest du ruhig mal Messages rausschicken mit deiner Stimme. Streng dich mal an. Ich würde gerne, Laudi, mach mir mal ein paar coole Vorschläge, wenn wir den hier einladen könnten. Und dann legen wir hier auch weiter los, ja? Robert, natürlich werde ich die besten Gäste auftreiben, keine Sorge. Hat bisher ja auch funktioniert. Keine Frage. Also, ich bin dabei. Jetzt erstmal, liebe Leute, liebe Hörer, du draußen am Gerät. Es freut mich, dass du uns zuhörst und mitmachst bei diesen verrückten Geschichten. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend noch, einen schönen Tag noch und bleibt gespannt. Tschüss zusammen. Ja, tschüss Robert. Macht's gut. So, Jungs und Mädels da draußen am Apparat. Wir haben unseren ersten Auftritt geschafft. Freut euch jetzt auf unsere nächsten Episoden. Bleibt dran und gespannt, wie es weitergeht. Es kommen sicher auch wieder einzigartige und spannende Gäste. Und nicht vergessen, habt Spaß. Robert, kann ich dich noch kurz sprechen? Otto, du hast heute ja noch eine Podcastaufnahme für Nie gab es mehr zu tun mit Sven. Ich habe da eine Idee. Wie wäre es, wenn wir den Hörern einen speziellen Gast präsentieren würden? Du weißt, ich kenne ein paar einflussreiche Menschen. Da könnte schon mal eine Bombe platzen. Dein Podcast wäre der richtige dafür. Geht. Was meinst du? Du soll ich etwas organisieren?